Okay, Kollege, geh mal wieder zu deinem Bra hin. Als ob die das nicht gehört haben. Scheiße, ich komm da nicht hoch. So, geh weg. I'm gone. Knorks, Knorks. Okay. Da funktioniert's, da geht's. Alter, die Musik, ne? Warum kann ich mich da nicht hochhalten? Warum kann ich mich da nicht hochziehen? Nee. Da auch nicht, hä? Oh. Juhu, ich bin voll mit Schaum. Okay, schön in der Ecke. Da kriegt er mich nicht. Okay, Frage, gehen die Haken da auch lang? Nee. Doch. Tatsache. Okay. Wo muss ich denn hin? Ich dachte schon, vielleicht darauf klettern, aber nee. Ich vermute fast, ich muss da auf den Tisch drauf. Hat er da den Teller gerade abgeleckt? Yep, genau so. Bye, have a great time. Wow. Jetzt stell aber nicht das Ding ab, ne? Okay. Was muss ab? Tschüss. Nein. Okay. Gut, gleich losrennen. Komm. Runter. Fuck you, Spiel. Oh, lauf. Slide. Halleluja. Können wir die nur sehen? Nee, schade. Okay, tschüss, Jungs. Oh, Errungenschaft freigeschaltet, die Küche.
Das sieht so aus wie so eine riesengroße Maschine, ne? Sieht ja so ein bisschen aus wie... Ja, nächste Referenz, Chihiros Reise ins Zauberland. Und so eine Mischung aus Chihiros Reise ins Zauberland. Ist ja, wo die ganzen Wesen da aus dem... oder Geister, was auch immer, aus diesem Schiff langsam auftauchen. Die Eltern zu Schweinen wurden. Alter. Das sieht irgendwie aus wie, Sarim, das wandelnde Schloss. Weißt du, dass das auch so aus vielen Schrottteilen zusammengebastelt wurde? Möwe! Tschüss! Okay. Das erinnert sehr stark an Chihiros Reise ins Zauberland. Chihiro. Vor allem die einige haben Masken auf. Sind alle sehr fett und wohlgenährt. Ja, wohlgenährt vielleicht nicht, mehr oder minder, aber äußerst fett. Upsi. Ah, okay. Durchkriechen. Jetzt, Licht an. Alter, sind die so schwer und breit, dass sie... Beben verursachen oder was? Ich meine, würden sie im Gleichschritt laufen, dann wahrscheinlich ja. Okay, die laufen fast im Gleichschritt. Ist das unsere Mutter? Ich meine, wenn sie schon hier so präsent gezeigt wird. Ich meine, was passiert, wenn wir runterfallen? Wir machen mal ein Experiment. Okay, sofort tot. Wir brechen uns was. Mhm. Realitätsnah.
Alter. Ey, da sind Figuren bei. Vor allem der mit der Maske, das quillt ja richtig an den Seiten alles raus. Halt. Hier sind noch Bilder zu sehen. Jetzt mit der Geisha, da ist das Auge und da ist ein Tor, oder? Also wie gesagt, der Hegle, der hat gesagt, oder hat gemeint, wenn man sich irgendwie so Sachen im Hintergrund mal genauer anguckt, könnte da, man da eine Hintergrundstory finden. Pasteten. Wie? Knobi. Würstchen, Haufen Fleisch. Kann ich das essen? Ich meine, wenn ich Hunger habe, ich könnte doch eben Yam 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 machen und so. Mukbang. Aber richtig extrem, der lutscht ja nur. Mehr, dass er nur noch an dem Fleisch rumlutscht. Der kaut das ja nur weich. Ist das ja ekelhaft. Amigo, siehst du mich? Nun, der ist nur mit Essen beschäftigt. Das ist ja ekelhaft. Au. Au! Wir kriegen einfach mal einen Tisch in die Fresse. Super. Süß, wie er mit seinen kleinen Beinchen da hin und her wackelt. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hoffe, der kommt da nicht hoch. Ah, Scheiße, der kommt da hoch. Okay, weiter hoch kommt er nicht. Zum Glück. Alter. Alter, der ist ja wie ein Schwein. Da hinten. Oh, ist das widerlich. Ist das ekelhaft. Hier. Kann ich das nicht aufheben? Schade. Vor allem er schlingt da richtig wie so ein Hund vor seinem Napf. Und sie. Njom, njom, njom. Beachten, ich glaube ich gar nicht. Die sind, glaube ich, zu sehr mit Fressen beschäftigt. Der frisst ja wie ein Schwein. Ah, ich meine. Schweine kauen ja noch. Oh man, der schlingt mehr wie eine Ente. Gute Frau, brech dir nicht den Rücken. Alter, und der hier vorne, der schaufelt sich das einfach alles rein. Der schlingt wie eine Ente. Ah,
Okay. Und sie guckt den Leuten aus hinterher. Alter, was geht denn mit dem? Aber wenn man sich das hier alles mal ein bisschen genauer anguckt, das hat hier so einen schönen japanischen Stil, ne? Wenn schon nicht japanisch, dann wenigstens asiatisch. Ja, schade, komm ich nicht hoch. Gut. Ich dachte, ich könnte auch übers Dach. Oh, hi Kumpel. Okay, da ist ein Kinderzimmer. Kann man die auch machen, die Schaden. Was passiert? Sekunde, was passiert jetzt eigentlich? Wenn ich hier auf den Tisch gehe. Oh Gott, oh Gott. Alter. Boah, da wurde ich gefressen. Ist das ja widerlich. So, Frage. Ist da oben vielleicht irgendwie eine Geisha? Oder so ein Püppchen oder sowas, was ich kaputt schmeißen kann? Ich denke nicht. Boah, sind die widerlich. Ist das ja ekelhaft. Ich meine, man kann da langlaufen, ne? Ah, das ist ein das ist eine kleine Kerze. Scheiße, ich wollte ihm die Weinflasche geben. Hier, bitteschön. Okay. Da ist eine Kerze, da oben. Die möchte ich mir wohl eben schnappen. Gibt's ja bestimmt einen Erfolg für. Okay, dem darf ich nicht zu nahe kommen. Nein! Und Feuerzeug! Alter, wie soll man das denn schaffen? Okay, einmal probiere ich es noch. Und danach machen wir weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hol dir Licht ins Leben. Ja, okay. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Vor allem, wer ist nicht so gierig? Hey, Kumpel. Hi. Ja.